Weihnachtsfrau hat dem Weihnachtsmann eine Tafel Schokolade mitgebracht. Eigentlich soll er davon nichts naschen, bis sie zurückkommt, aber er kann es nicht abwarten. Er packt die Tafel mit 6x4 Stücken aus und zerteilt sie mit einem Messer in 4 Teile. Tipp: Wenn ihr das Messer und die Schokolade unter einer Lampe etwas anwärmt, lässt sich die Schokolade leichter schneiden. Achtet auf die eingeblendeten Linien. Dann schiebt er die anderen Teile wieder zusammen, sodass hinterher wieder 6x4 Stücke auf dem Tisch liegen. Das einzelne Stück nascht er genüsslich. Wie oft kann der Weihnachtsmann diese Prozedur wiederholen und Stücke naschen, ohne dass die Weihnachtsfrau etwas merkt? A. 4-mal. So viele Stücke gibt es in einer Zeile der Schokolade. B. 6-mal. So viele Stücke gibt es in einer Spalte der Schokolade. C. Gar nicht. Die Weihnachtsfrau merkt sofort, dass etwas fehlt. D. 1-mal. Mehr als ein Stück kann der Weihnachtsmann nicht unbemerkt naschen.